Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Vogelspinnen-Vlog. Es gibt wieder ein paar Neuigkeiten, jawohl. Ihr seht hier schon die kleine Olivia, die ist hier fleißig am Rumknödeln. Die macht nämlich Stretching. Die hat sich vor ein paar Tagen gehäutet. Die alte Haut hängt hier. Ja, sieht man relativ schlecht. Die hat sich nämlich zusammengeknüllt. Ich glaube, die hat ihr da ein bisschen zu viel Platz weggenommen. Ja, ist normal, dass die dann ein bisschen aktiver sind. Dass die so komisch da sitzen teilweise. Also ich dachte es mir bei Emily auch, ich dachte, um Gottes Willen, die stirbt jetzt, die sitzt so komisch krumpelig, die hing teilweise so halb schief im Netz dann. Nee, die machen das eine Zeit lang nach der Häutung, damit vor allem diese Beinglieder, die die haben, also die Beine, damit die beweglich bleiben, nicht zu schnell aushärten, sonst wären die nämlich steif. Ja, ich habe auch ihr Becherchen hier komplett neu gemacht. Ich habe der alte Boden raus, habe ein kleines Blümchen rein. Habe ich sogar einen Ableger selber gezogen, ja. Der zweite schon funktioniert erstaunlich gut. Emily sieht man jetzt leider Gottes mal wieder nicht. Sehr schade. Momentan zeigt sie sich ein bisschen öfter, muss sagen. Also nach der Häutung hat sie ja wunderschöne dunkelorange Farbe wieder bekommen. Hier bei Olivia war auch lustig. Ich konnte die Häutung mitverfolgen. Hat sie also direkt vorne hier in ihrem Netzchen gemacht. War echt spannend zum Angucken. Und war fürchterlich aufgeregt. Dachte, Gott, hoffentlich geht das alles gut. Ich meine, sie ist noch sehr, sehr klein, gell? Müsste jetzt in der dritten Fresshaut sein. Was das heißt, das erkläre ich euch dann nachher. Da werden wir wieder ein bisschen zeichnen. Ja, ansonsten können wir mal eins hier hochgucken. Da habe ich nämlich meine Blümkes momentan. Da bin ich jetzt schon wieder am Ableger züchten, jawohl. Ja, das sind Ableger von der hier. Die habe ich jetzt bei Olivia rein und unten noch mal ins Terrarium, zeige ich euch auch gleich. Ja, eigentlich wollte ich den Farn in mein Regenwald-Terrarium reinmachen, der ist aber viel zu groß, also darf der jetzt erstmal hier bleiben. Ich muss sagen, ich habe gar keinen so einen schwarzen Daumen wie befürchtet, also das blüht und wächst hier alles wie wahnsinnig. So falsch kann ich es also gar nicht machen. So, dann gucken wir mal nochmal eins nach unten. So. Hier haben wir das Terrarium von Paula, also von der Pterinopelma sasimai. Habe ich wieder vergessen, bei den anderen dazu zu sagen, gell? Machen wir nochmal. Nee, nee, nee. Also, hier. Kleines blaues Popelchen, Olivia, Caribena versicolor. Emily versteckt sich wunderbar. Ist eine Chromatopelma cyaneopubescens, auch bekannt als Green Bottle Blue. So, aber jetzt, also. Paulachen ist ja hier eingezogen, also nicht wundern, dass das so nass aussieht. Ich habe erst vor ein paar Minuten gesprüht. Die sitzt da, dahinter. Hinter diesem riesigen Erdwall, den sie sich da angehäuft hat. Sie hat sich ja direkt nach dem Einzug, also sie hat sich umgeguckt, da habe ich ja auch ein kleines Video gemacht, hat sich dann die kleinere Höhle ausgesucht. Ja, richtig gut zugekleistert, zugebuddelt und da ist sie jetzt drin. Ist nicht weiter schlimm. Wie gesagt, ich lasse sie komplett in Ruhe. Irgendwann wird sie wieder rauskommen, entweder frisch gehäutet oder weil sie Hunger hat. Wer quengelt sich denn da wieder ins Video? Mausitzer. Ja, Mutterkraule habe. Kann ja nicht sein, dass man sich nicht um dich kümmert. Gell, komm nur her. Wir machen den Vlog jetzt zusammen. Also, Vlog mit Peaches zusammen. Peaches, erzähl mal noch ein bisschen was. So, gehen wir eins weiter, das nebendran. Da kommt ja in ein paar Tagen die Bertha rein. Bertha ist eine Brachypelma hamodii, auch bekannt als Rotknievogelspinne, die mexikanische. Ja, die kommen nicht aus der Wüste, wie so viele immer meinen, sondern die kommen aus den Trockenwäldern von Mexiko. Jawohl, momentan ist da Regenzeit, deswegen habe ich es da auch ein bisschen feuchter gehalten. Und dann gucken wir noch mal eins weiter. Ich kann euch das noch mal ein bisschen, Moment, dann sieht man es vielleicht besser, ein bisschen rausscrollen.
ja, also wie gesagt, habe es ein bisschen feuchter gehalten. So, und dann haben wir hier mein, in Anführungszeichen, Regenwaldterrarium. Da kommt die Agathe rein. Agathe ist eine... Oh, Peaches. Verzeihung. Agathe ist eine Acanthus curia geniculata, also die Weißknievogelspinne, die brasilianische. Hat auch ja, eine Höhle von mir vorgebuddelt bekommen. Hier halte ich es ein bisschen feuchter, ist klar. Die braucht auch eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit. Und da kann ich noch, kann ich jetzt hier ohne Bedenken aufmachen. Ach so, ich habe die Terris jetzt auch gepimpt. Ihr seht hier, ich habe endlich Scheibenknöpfe dran, jawohl. So. Und ich hoffe, ihr könnt es da hinten erkennen. Die wachsen also hier ganz prächtig, meine zwei kleinen Ableger. Seht mal, streckt sich schon gegen Licht. Also scheinbar sind die LED-Leisten wunderbar für diese Blümchen geeignet. Ich habe ja extra welche rausgesucht, die keine pralle Sonne wollen, sondern die einfach ja, Licht wollen und ein bisschen feuchter. Und das scheint hier echt super zu funktionieren. Ich mache das jetzt hier auch komplett zu. Das hat also schon seinen Grund, weil ich habe ja gesagt, ich lasse die Terrarien einlaufen. Ich muss ja gucken, wenn ich jetzt sprühe, damit die Scheiben nicht anlaufen, tun sie nicht. Das wird also hier innerhalb kürzester Zeit abtrocknen. Der Boden ist immer schön feucht. Und ich habe die Terrarien jetzt geimpft mit der Terrarienpolizei. Jawohl. Die Bestellung ist endlich angekommen. Das kann ich euch auch gleich noch zeigen. Achtung Käfer bzw. Schaben. Habe ich ja dazu bekommen. Schokoschaben sind es nämlich. Da seht ihr mal eine ganz frisch gehäutete. Da ist die alte Haut. Frisch geschlüpft. Das dauert jetzt ein paar Stunden, dann wird die genauso braun wie die anderen. Schokoschaben heißen die übrigens nicht, weil die so lecker nach Schokolade schmecken, sondern weil die so braun sind. Ja, dann habe ich da oben noch, kennt ihr ja der Rest, die Gosenheimchen, die Mikroheimchen, die argentinischen Waldschaben. So. Und dann haben wir hier die neuen Becherchen, aber... Oh, habe ich euch eigentlich schon meine neueste Errungenschaft gezeigt. Was sagt ihr dazu? Sieht man es? Nein, doch, jetzt. Oh, und mich sieht man auch wieder. Hallo! Ja, meine Spinnenecke. So. Habe ich jetzt schon mal draufgeschrieben, kubanische Asseln. Der Becher ist leider noch leer. Bekomme ich aber nachgesendet. Das hat nämlich gefehlt bei der Lieferung. So, da gucken wir mal. Also, da haben wir hier die Schokoschaben. Machen wir mal hier drauf. So, hier haben wir sogenannte Springschwänze. Wie gesagt, ist Terrarienpolizei. Man setzt die rein in die Terrarien, weil die zum einen... Was macht sie denn da? Guck mal. Stretching. Ja, so 1, 2, 1, 2, 1, 2. Machst du sehr schön. Sieht ulkig aus, gell? Drum sag ich, ich dachte am Anfang wirklich immer, die nippeln ab. Das sieht aus, als würden die da rumkrampfen und machen und tun. Ist also wirklich Stretching. Bevor der, ja, bevor das Exoskelett komplett aushärtet. So. Also, Terrarienpolizei. Gibt es eigentlich drei mir bekannte Arten. Das sind einmal die Springschwänze, die weißen Asseln und die kubanischen Asseln. So, gucken wir uns mal die Springschwänze an. Das ist ein sogenannter Zuchtansatz. Um Gottes Willen, jetzt kriege ich den... Oh Gott. Ich kriege die Dose nicht auf. Oh, wartet. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, wenn ich euch mal kurz... Oh je. Tolle Kameraführung wieder, gell? Absolut semi, überhaupt nicht professionell. Moment. So. Ihr dürft Blümchen angucken. Also, nochmal. Man setzt die ins Terrarium, weil die den Boden sauber halten. Die sorgen dafür, dass kein Schimmel entsteht. So, und wenn wir jetzt mal hier reingucken, seht ihr es? Das sind Springschwänze. Die hopsen auch fleißig durch die Gegend. Sie springen nicht allzu weit. Wenn da jetzt welche verlustig gehen, ist es nicht allzu schlimm. Das sind Nützlinge, das sind keine Schädlinge, die haben also kein Pestpotenzial und würden sich jetzt hier in der Wohnung unendlich vermehren. Können die Springschwänze sowieso nicht, die brauchen sehr feucht. Das heißt, alles, was mir hier jetzt raushopst, wird sowieso innerhalb kürzester Zeit vertrocknen.
Im Terrarium brauchen sie es natürlich auch ein bisschen feuchter. Deswegen macht man das bei Trockenterrarien zum Beispiel rings um den Wassernapf und lässt den immer wieder überlaufen. Die halten sich dann an der feuchten Stelle am liebsten auf, krabbeln aber trotzdem durchs ganze Terrarium und fressen zum Beispiel Futterreste von den Vogelspinnen. Sie fressen der Vogelspinnenkot, Schimmelansätze, Schimmelsporen, verfaulendes Holz von solchen, also alles, was organische Abfälle sind, davon ernähren die sich und halten das Terrarium sauber. Sorgen also für ein gutes Bodenklima da drin. So, jetzt versuche ich mal euch die weißen Asseln zu zeigen. Die sind sehr, sehr klein. Mal gucken, ich habe hier, hier hat sich schon eine versteckt. Guckt, das sind weiße Asseln. Wie unsere Kellerasseln im Prinzip, nur halt weiß und die bleiben deutlich kleiner. Fressen im Prinzip das gleiche wie die Springschwänze. Ne? Habe ich jetzt auch für die ein bisschen feuchter gehalten. Ja, und eben kommen dann noch dazu die kubanischen Asseln. Die sind ein bisschen größer als die weißen Asseln. So. Sind scheinbar, was ich so gelesen habe, auch ein bisschen robuster, weil die Springschwänze möchten es relativ warm, die weißen Asseln möchten es auch relativ warm und die kubanischen Asseln vertragen scheinbar auch etwas kühlere Temperaturen. Ist aber hier kein Problem, also richtig kalt wird es hier sowieso nicht, weil zum einen, man beheizt ja auch sein Zimmer, man möchte ja hier dann nicht bei 16 Grad oder so im Herbst da sitzen. Und ich habe ja hier beheizbare Regalböden, das heißt, wenn es wirklich zu kalt werden sollte, dann gehe ich einfach hin und stelle die hier zum Beispiel in den Boden rein. Ihr seht, da ist ja die Heizmatte dran. Da habe ich bis jetzt bloß die zwei Aufzugbehälter, da wäre also noch massig Platz, wenn ich die Heizmatte anmache. Da kann man die also wunderbar mit dazustellen. Verzeihung. Kameraführung ist wieder katastrophal bei mir, gell? Furchtbar, ich brauche mal so ein Stativ. So. Wie sie rumknödelt. Also wie gesagt, wenn die nach der Häutung sowas machen, nicht wundern, ist völlig normal. Auch wenn sie sehr verkrumpelt da sitzen, sobald ich jetzt das Becherchen anfassen würde, dann sitzt die wieder völlig normal da. Also ich lasse sie jetzt einfach mal machen. Da macht man sich dann auch zu viel Gedanken. Das sieht aus, als hätte die irgendwelche spastischen Anfälle. Gibt es auch diese Erkrankung? Braucht man gar nicht drüber diskutieren. Gibt es. Sieht aber dann ein bisschen anders aus als so. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, ich wollte ja noch was zeichnen für euch. Machen wir auch gleich, aber ihr wisst, das machen wir wieder am Schreibtisch. Und diesmal machen wir es auch nicht mit meinem schlauen Block, aber wie wir das dann machen, zeige ich euch. Und ihr wisst ja, wie immer, bis gleich! So, da bin ich wieder. Ja, habe schon hier alles vorbereitet. Diesmal keinen großen Schaumblock, sondern einen kleinen, natürlich in Pink, wie soll es auch anders sein? Ja, oh Gott, jetzt habe ich mich auch noch verschluckt, Verzeihung. was ich euch eigentlich hier aufzeichnen wollte, ich habe ja vorher gesagt, dass Olivia von der zweiten in die dritte Fresshaut gewechselt hat. Was das genau bedeutet, möchte ich euch jetzt ganz gern hier erklären, weil die Frage ist auch schon öfter aufgetaucht, ist auch was, was viele nicht wissen, wie die Vermehrung eigentlich von Vogelspinnen funktioniert. So, sagen wir jetzt einfach, es hat eine erfolgreiche Verpaarung stattgefunden. Also ich meine natürlich, Herr und Frau Vogelspinne haben Liebe gemacht. So, das Männchen wurde aufgefressen. Ja, dann reifen im Hinterleib des Weibchens die Eier heran. Wie lange das dauert, wann der Kokon gemacht wird, ist von Art zu Art ganz unterschiedlich. Ich habe gelesen, das kann zwischen 6 und 8 Wochen dauern. Es gibt aber auch Arten, die bauen erst nach Monaten bis zu einem Jahr erst der Kokon. Sagen wir mal, bei unserem Vogelspinnenweibchen ist es jetzt einfach soweit, die verschanzen sich dann normalerweise in der Höhle, im Versteck, spinnen das komplett zu, machen einen Teppich auf dem Boden. Also sagen wir jetzt einfach mal, das ist der Teppich, den sie gesponnen haben. Und da werden die Eier abgelegt. Ne? Machen wir mal nicht ganz so viel. Das können also je nach Kokon, je nach Art, können das irgendwas zwischen 50, 70 Eier bis 2000 Eier sein. Kommt immer auf die Art drauf an. So, wenn sie die Eier ablegt, in dem Moment gibt sie auch das gespeicherte Sperma aus ihrer Spermathek ab.
Die Eier werden also nicht direkt bei der Verpaarung befruchtet, sondern die lagert quasi bei sich. Weibchen haben ja die sogenannte Spermathek, da wird das Sperma vom Männchen eingelagert und erst mit der Eiablage werden die Eier befruchtet. So, das hat funktioniert hier. Also die Befruchtung findet im Prinzip, nicht ganz außerhalb statt, aber erst, wie gesagt, bei der Eiablage. So, das hat funktioniert. Und jetzt geht die Vogelspinne hin, spinnt es immer weiter zu, macht das hier quasi zu, macht immer mehr Lagen drum, rollt das Ding und macht einen Kokon draus. Die Vogelspinnenweibchen kriegen das deutlich schöner hin als ich. Ja? So, sagen wir mal, die hat jetzt hier ein schönes Bällchen gemacht und das Bällchen ist voll mit Eiern. Die sind befruchtet und sie wird den Kokon jetzt mit sich rumtragen, weil am besten wissen das die Vogelspinnenmütter, was der Kokon für eine Temperatur und für eine Luftfeuchtigkeit braucht und sie tragen den immer dahin, wo es für die Eier am günstigsten ist, heranzuwachsen. Ich habe auch gelesen, es kommt wirklich auch auf die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, wann die Eier sich weiterentwickeln, also wie lange das dann dauert, dieser ganze Entwicklungszyklus. Ist es ein bisschen kühler, dauert es länger, ist es wärmer, geht es dementsprechend schneller. So, jetzt haben wir hier nur Eier drin. Wie gesagt, ich mache jetzt keine Zeitangaben, das ist so extrem unterschiedlich von Art zu Art und auch innerhalb von einer Art ist es unterschiedlich. Da gibt es, wie gesagt, Erfahrungsberichte zwischen 6 Wochen bis hin zu 12 Wochen und drüber. Manche Züchter gehen auch hin, nehmen die Kokon jetzt schon weg und lassen die Eier quasi bei sich in einem kleinen Inkubator reifen. Das muss jeder für sich entscheiden, wie er das macht. Der Vorteil hier ist, wenn man es beim Weibchen lässt, wie gesagt, die weiß am besten, was für den Kokon gut ist. Die Gefahr ist natürlich groß, dass der Kokon aufgefressen wird, unabhängig davon, ob die Eier befruchtet gewesen wären oder nicht. Da muss eben jeder selber wissen, ob er das Risiko eingeht oder nicht. Ich habe auch schon gelesen, klar sind die Weibchen da nicht sehr erfreut darüber, wenn man ihnen den Kokon wegnimmt. Es gibt auch Weibchen, die suchen wirklich tagelang nach dem Kokon und das dauert ziemlich lang, bis die sich wieder beruhigen. Die krabbeln also im ganzen Terrarium rum, die suchen den, machen und tun. Ist klar. Ist in jedem Lebewesen fest verankert, Arterhaltung und Fortpflanzung. Aber das, wie gesagt, mal nur am Rande. Sagen wir jetzt einfach mal, wir haben den beim Weibchen belassen. Wir lassen der Natur ihren Lauf. So, und jetzt reifen im Kokon, in diesen Eiern, reifen Prälarven heran. Die Dinger nennen sich Eggs with Legs. Wieso? Die sehen nämlich dann so aus. Bei den Eiern entsteht ein Kopf und an dem Kopf sind Beine dran. Deswegen heißt das Eggs with Legs. Sieht natürlich jetzt ein bisschen anders aus. Ich muss mal versuchen, das ein bisschen hübscher hier zu zeichnen. Sieht also wirklich ulkig aus. Ihr müsst es mal googeln. Einfach Eggs with Legs. Dann kriegt ihr diese Prälarven. Das ist also das Ei mit dem Vogelspinnenkopf drauf und Beinchen dran. Und diese Beinchen bewegen sich auch. Also sieht wirklich lustig aus. Ist auch recht interessant, die Entwicklung mit anzugucken. Es ist also schon immer wieder erstaunlich, was die Natur zustande bringt und wie sie das immer macht. Die Larve ernährt sich dann vom Hinterleib, also von dem Dotter, der da drin ist, und häutet sich dann ins erste und zweite Larvenstadium. Ja? Im ersten sind die so ganz arg durchsichtig. Im zweiten werden sie dunkler, haben noch keine vogelspinnentypische Behaarung, die sind also ganz nackig. Und da ist im Kokon dann auch schon recht wuselig. Im letzten Larvenstadium, also wenn sie so kleine nackige Spinnchen sind, das können wir hier mal im Eck aufzeichnen, da sehen sie dann also schon mehr aus wie Spinnen. Da sehen sie dann aber wirklich aus wie dicke, schwarze Hauswinkelspinnen. Da verlassen sie dann auch der Kokon. Macht übrigens, was ich so gesehen habe, macht das Weibchen den Kokon dann auf. Das nennt sich Zeitigen. Wann der Züchter das macht, ich habe also schon alle Stadien gesehen. Manche nehmen die Eier schon aus dem Kokon raus, manche warten,
bis es diese Prälarven sind, diese Eggs with Legs, nehmen die dann raus oder sie lassen wirklich den Kokon zu, bis es anfängt zu krabbeln da drin. Wenn man das im Terrarium lässt, dann hat man natürlich das Problem, dass das Muttertier irgendwann hingeht, macht den Kokon auf und man hat das komplette Terrarium voll mit winzig kleinen Vogelspinnenbabys, also mit den Larven. Da, also für mich wäre das nichts, weil da drin rumfummeln und die alle einzeln rausfangen, das bis zu Hunderte und Tausende sein können. Ich hätte da viel zu viel Angst, dass man diese winzig kleinen Knubbelchen kaputt macht. Und die Mutter ist natürlich auch nicht je nach Art drüber begeistert, wenn man da drin rumfummelt. Also von daher, es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das machen kann. So, wenn die jetzt da rausgekrabbelt sind, dann häuten die sich in die erste Fresshaut. Dann sehen sie aus wie Miniaturvogelspinnen, dann haben sie auch diesen winzig kleinen Pelz, also diese Behaarung, sehen nicht mehr aus wie Hauswinkelspinnen. Biologisch gesehen sind es eigentlich Nymphen. Umgangssprachlich bei den Vogelspinnen sagt man immer Fresshäute. Das heißt, wenn die sich hier aus dem Kokon, also wenn die jetzt aus dem Kokon raus ist, häutet sich, sieht dann aus wie ein winzig kleines Original-Vogelspinnchen, dann nennt man das die erste Fresshaut. So sieht es dann aus, erste FH, also Fresshaut. Im Prinzip, wie gesagt, wenn man es ganz genau nimmt, biologisch gesehen, wäre es das erste Nymphenstadium. Also müsste man theoretisch hinschreiben, 1N, erstes Nymphenstadium. Macht so gut wie keiner, bei ein paar habe ich schon gesehen, eigentlich läuft es immer über FH, also Fresshaut. Das heißt, jetzt fangen die Kleinen an, sich selbstständig zu machen, verteilen sich dann in der freien Natur überall und gehen auf Beutefang. Jetzt fressen sie richtig. Die ernähren sich also jetzt nicht mehr von ihrem Dottersack da, also von dem Abdomen, sondern sie machen jetzt Beute. Winzig kleine Fliegen, alles was ihnen über den Weg krabbelt. Die meisten Arten müssen auch zusehen, dass sie Land gewinnen, weil es kann durchaus auch passieren, dass die Mutter mal Hunger kriegt und da mal zugreift bei dem, was da, was bei ihr so rumkrabbelt. Manche fressen sich auch gegenseitig, also die gucken dann wirklich, dass sie Land gewinnen, die verteilen sich in der Landschaft und guckt jeder für sich quasi. Da ist dann jeder sich selbst der Nächste. Es gibt Arten, die leben sozial. Wie es, ich weiß, es gibt, glaube ich, zwei Baumvogelspinnenarten, bei denen weiß ich es jetzt nicht ganz genau, welche definitiv ein sehr schönes und auch zu beobachtendes Sozialverhalten haben. Das wäre zum Beispiel die Jemenvogelspinne, die Monocentropus balfouri. Wunderschöne Vogelspinne und sehr interessantes Verhalten, weil da füttert die Mutter sogar die Jungen. Das heißt, wenn die Beute gemacht hat, sie frisst sie nicht, sondern sie hält sie fest, sodass die Jungen davon fressen können. Die teilen sich die Beute auch. Gibt eigentlich ganz wenig Kannibalismus nur bei denen, also funktioniert recht gut. Die Geschwister suchen sich auch gegenseitig. Die sitzen also immer zusammengeknubbelt, die spinnen auch gemeinsam ihre Behausungen. Das sind dann Riesennetze mit ewig Löcher, Röhren und so weiter. Ist also wirklich klasse, vor allem wenn die dann auch gefüttert werden und man hat so eine große Gruppe, so Fünfer- oder Zehnergruppe zum Beispiel. Die fressen dann alle gemeinsam von einer Riesenschabe, die man reingeworfen hat. Also ist wirklich toll anzusehen und das behalten die auch bis zum Erwachsenenstadium bei. Bei manchen Baumvogelspinnenarten, ich meine, es war bei einer Poecilotheria-Art, aber haut mich da jetzt bitte nicht, ich weiß es nicht genau, die kann man nur bis zum gewissen Alter zusammenlassen und dann muss man sie trennen. Bei den Balfouris funktioniert das definitiv. Kann natürlich trotzdem vorkommen, wenn eine ganz kleine dabei ist und der Rest ist sehr, sehr groß, dass die trotzdem irgendwann die kleine fressen. Normalerweise aber nicht, wenn sie sehr gut gefüttert werden. Da habe ich auch, also irgendwann später mal, möchte ich ein großes Becken haben mit einer Zehnergruppe Balfouris drin. Also das möchte ich mir nicht entgehen lassen, mir dieses Verhalten anzugucken. So, jetzt habe ich schon wieder so viel geschwafelt. Also, wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir kaufen uns jetzt einen winzig kleinen Sling, so wie ich es bei Olivia gemacht habe. Olivia habe ich bekommen in der zweiten Fresshaut. Ihr habt sie ja gesehen, wo wir sie ausgepackt und in ihr Döschen gesetzt haben, war also ein winzig kleiner blauer Popel, war in der zweiten Fresshaut. So, jetzt hat sie sich gehäutet. Ich male das schon wieder ganz grässlich. So haben wir sie bekommen. Zweite Fresshaut.
aus der ist sie raus, ist gewachsen ein Stück und befindet sich jetzt in der dritten Fresshaut. Und das habe ich gemeint und das ist allgemein gemeint, wenn da immer steht, bei Anzeigen steht dann zum Beispiel manchmal auch da, das wäre jetzt, sagen wir mal, das ist eine Verkaufsanzeige. So, so steht es manchmal da. Ne? Caribena versicolor, normalerweise wird der erste lateinische Name da, also die Art, glaube ich, die Art und die Spezies, ist es immer Art und Spezies. Die Art wird abgekürzt, da steht dann C. versicolor, 0050 zum Beispiel, zweite bis dritte FH. Das bedeutet 0, also 1,0 wäre ein Männchen, 0,1 wäre ein Weibchen und 0,0 und die Zahl dahinter heißt unbestimmt. Das heißt, es sind hier also 50 unbestimmte Versicolor Slings, also Spiderlinge, Babyvogelspinnen zu verkaufen. Zweite bis dritte Fresshaut, das habe ich euch ja gerade erklärt, sind also auch noch so winzig kleine blaue Stachelbeeren, kleine blaue Popelchen und eben 50 Stück unbestimmt. Also das heißt, das Geschlecht steht noch nicht fest. Wäre es jetzt ein erwachsenes Männchen, dann würde eben da stehen 1,0. 0,1 wäre ein Weibchen und wenn wir jetzt, keine Ahnung, sagen wir jetzt einfach mal, ich kaufe mir lauter erwachsene Balfouris und sage, ich will halb-halb machen, dann wäre das im Prinzip 5,5, also 5 Männchen und 5 Weibchen. So könnt ihr euch das merken. Ich weiß, klingt ein bisschen kompliziert, ist aber gar nicht so schlimm. Also wenn man da mal ein bisschen drin ist, dann kriegt man das eigentlich recht schnell raus. Ja, und da ist eben, wie gesagt, die kleine Olivia erfolgreich von der zweiten in die dritte Fresshaut übergegangen. Ich werde jetzt auch noch ein bisschen warten mit dem Füttern, bis die sich ausgehärtet hat. Ich habe es euch ja vorher gezeigt, die ist da immer noch am Rumknödeln und am Stretching machen. Da lasse ich sie jetzt auch komplett in Ruhe, das darf sie gerne tun. Ja, das soll es dann eigentlich auch schon gewesen sein soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe es hat Spaß gemacht und würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, wie immer, eine gute Zeit und ich sage Tschüss.